Willkommen zurück, Leute, zur New Style Boutique 2 Mode von morgen. Geil. Und, wir ziehen uns, es ist Montag, ne? Es ist neuer Tag. Wir ziehen uns um und deswegen würde ich sagen, da wurde mir ein Tipp gegeben. Tatsächlich kenne ich das schon. Wir können uns auch nach Stil ordnen. Alter, wir können uns direkt nach Stil ordnen. Was wollen wir denn heute mal machen? Heute sind wir mal komplett im Gothic-Stil unterwegs. Guck mal, das macht es viel schneller, ne? Das macht es wirklich sehr viel schneller. Das finde ich ganz gut. Müssen wir die Tasche ändern? Das haben wir schon an. Wir könnten auch... Das finde ich aber nicht so... So, und... Das ist der Gothic-Stil. Jetzt müssen wir aber noch... Da haben wir aber einiges nicht für den Gothic-Stil, sehe ich gerade, ne? Da müssen wir ja doch auf das Kleid umsteigen. Tatsächlich. Hose, Inner, kein Artikel vorhanden. Ja, ich möchte den Hut ja jetzt loswerden eigentlich, ne? Das ist gerade so das Ding. Der Hut soll weg. Die Ohrringe bleiben dran. Haben wir noch irgendwas angezogen, was jetzt nicht passt? Das hier passt nicht. Die können auch weg. Das hier passt somit nicht mehr. Das kann weg. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das ist eine... Das muss auch weg. Das ist eine absolut enttäuschende Ausbeute im Gothic-Bereich. Aber gut. Das kann ja noch werden, ne? Ingo, zeig dich mal. Das geht. Zur Not. Aber auch nur zur Not. Da werden die Kunden jetzt nicht begeistert sein. Ja, die werden sich denken, von der soll ich mich beraten lassen? Ich weiß ja nicht. Warum singt die da? Was ist los mit dir? Hallo? Die singt doch wohl nicht. Miniaturen zu sammeln ist meine Leidenschaft. Ich weiß, es ist etwas ungewöhnlich, aber... sie sammeln auch? Boah, echt jetzt? Wie schön. Ich freue mich immer, wenn ich Gleichgesinnte treffe. Sie sammeln winzig kleine Jackets und sowas. Die sehen so süß aus auf den kleinen Kleiderbügeln. Mit solchen Sachen zu spielen macht mir einfach Spaß. Ach ja, übrigens, ich habe gerade welche über... Hier, nehmen Sie sie zur Feier des Tages, weil wir das gleiche Hobby haben. Neue Miniatur erhalten Schnörkel, Kleider, Ständer, braun. Neue Miniatur erhalten Blumenprintkleid. Oh. Und eine Jacke mit Flauschkragen. Wow. Ich denke, das geht darum, um dieses komische Puppenhaus, oder? Ich denke schon. Haben wir Kunden? Wir haben zwei Kundinnen, Leute. Lasst uns das doch mal nutzen, aber... Was wir auch mal nutzen können, ist natürlich, wir können nicht immer die gleiche Musik spielen. Das wäre jetzt natürlich sehr... Okay. Das passt jetzt zwar gut zu unserem Kleidungsstil, natürlich, aber so geht's dann ja auch nicht die ganze Zeit. Zu wem bedienen wir denn zuerst? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Fangen wir mal mit dir an. Was hätten Sie denn gerne? Guten Morgen. Wie schön, dass Sie geöffnet haben. Ich bin richtig süchtig nach allem, was niedlich ist. Wenn ich etwas süß finde, muss ich es einfach haben. Das gilt auch für Klamotten. Viele Sachen habe ich nur gekauft, weil ich sie niedlich fand. So süß. Die müssen total kawaii sein. Aber mir ist aufgefallen, dass ich eins noch nicht habe. T-Shirts mit Figuren drauf. So richtige Kawaii-Figuren, bitte. Eigentlich hatte ich noch nie welche und ich weiß nicht, ob sie mir stehen. Aber probieren kann ich es ja mal, oder? Kann ich das? Ja. Probieren geht schließlich über Studieren, richtig? Ne? Total! Studieren ist überbewertet, Mann. Und falls ich ein neues, tolles Teil finde, wäre das doch total super. Supi! Also, haben Sie Inner mit Figuren drauf? Weiß ich nicht. Wir schauen mal, ne? Wir schauen mal. Da ist doch schon... Da sehe ich doch schon eine Figur. Weil hier, das ist doch eine Figur, oder? So, von April Bonbon, das bedeutet, ne? Das bedeutet, das passt perfekt. Was ist denn das da? Das sind... Hemd mit Gänseblümchen. Das sind keine Figuren. Das habe ich verstanden. Kriegt sie das hier? Ich bin restlos überzeugt. Ja, damit. So, probiere sie es an. Und sei surprised, wie gut es dann doch aussehen wird. Ne? Das wäre natürlich super. Wem gehören denn die Klamotten hier? Egal, ich boxe sie mir mal eben. Das ist genau richtig. Ich kaufe es auf der Stelle. Sowas suche ich nämlich schon seit Ewigkeiten. Ja, okay. Gut.
Ich bin ja immer zufrieden, wenn ich hier vernünftig was verdient habe, ne? Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute so einen guten Kauf tätigen würde. Vielen Dank. Bis bald. Und sie hätte... Tschüss! Tschüss! Tschüss, kommen Sie wieder! Kommen Sie wieder! Das Ding ist halt, das hätte sie nicht selber finden können. Ich meine, das ist das einzige Teil mit einem Figürchen drauf, das wir hier im ganzen Laden haben. Und das konnte sie wirklich nicht finden. Nun gut. Die sind zu zweit, da können wir vielleicht zwei Sachen gleichzeitig verkaufen. Hannelore. Huhu, es ist mal wieder Zeit zum Einkaufen. Na los, Hannelore, sprich einfach mit ihr. Ja, schon gut, schon gut. Jules, haben Sie einen Moment Zeit? Meine Freundin, die hat Sie letztens in der Stadt gesehen. Und seitdem wollte sie unbedingt mit Ihnen sprechen. Sie kennt Sie noch aus ihrer Pop-Idol-Zeit, das war total super. Ich wollte nur sagen, wie toll ich ihr Outfit fand und in den Videos damals, wow. Das wäre schön, wenn ich mir mehr wie sie, wenn ich mich mehr wie sie anziehen könnte. Ich dachte, ein Top würde da einen guten Anfang machen. Haben Sie vielleicht ein schönes gestreiftes Top für mich? Easy. Das ist eines meiner leichtesten Aufgaben. Gestreift haben wir natürlich en masse. Schön soll es auch noch sein. Ich weiß nicht, das haben wir schon mal verkauft, ne? Das scheint ein Renner zu sein. Sie hat 250 Euro zur Verfügung. Alter, die machen wir nackig. Das sind das teuerste, die Streifte hier. Das hier. Dann soll sie das nehmen. Ich meine, ey, die hat Geld, Leute. Das ist bald mein Geld. Ich bin restlos überzeugt. Her damit. Die Hannelore. Die wollte ein schönes Top. Oha, jetzt habe ich etwas zu wenig an. Ich bediene mich mal bei dem, was hier noch hängt, ja? Ah, so. Ich dachte, die behalten das einfach an, was sie da drunter haben. Ist doch egal. Der ist genau richtig. Ich kaufe ihn auf der Stelle. So was suche ich nämlich schon seit Ewigkeiten. Das habe ich mir gedacht. Wow, toller Look. Das war eine Spitzenwahl. Ganz wie für dich geschaffen. Wirklich? Ha, wieso sollte ich denn jetzt noch lügen? Haha, stimmt irgendwie. Hast wirklich recht. Danke, US. Bin sehr zufrieden. Tschüss, tschüss, tschüss. Kommen Sie wieder, kommen Sie wieder. Beeren Sie jetzt. Tschüss. Ach ja, das macht Spaß, ne? Die Kundenbedienung. Boah, jetzt können wir ja auch wieder nachgucken. Was die Leute so für geile Hobbys haben. Die Adrienne, die macht neue Orte besichtigen mit Beruf. Sie ist auch ein Pop, Alte. Ne, immer sehr ernst, außer beim Karaoke singen. Spannend. Die Conny, das Hobby von Wasserfarben. Natürlich. Zahnpflegerin von Beruf und putzt fünfmal am Tag die Zähne. Hatte noch nie ein Loch. Na, das ist ja ein Ding. Die Hannelore, die fechtet gerne und ist Krankenschwester. Isst viel. Seit 10 Jahren Mitglied des Fechtclubs. Das ist ja spannend. Mensch, Mensch, Mensch. Die Mona, die macht gerne Sport. Ist Kassiererin im Supermarkt. So wie die Rio auch jetzt mittlerweile. Guter Geruchssinn. Bienen sind ihre Glücksbringer. Nice. Und Ricky. Der macht gerne Nudelgerichte. Das ist schön. Geschäftsführer. Ist wie ein cooler älterer Bruder für Momo und Coco. Und er mag Sonic Adventure 2. Wirklich übertrieben gerne. Mein Gott. So ein dufter Typ. Finde ich gut. Jetzt sind sie weg. Die eine, die da gerade war. Das gibt's ja wohl nicht. Dann schauen wir mal. Guten Morgen. Schön, dass Sie schon so früh wach sind. Seit ich mehr Fernsehen gucke und Zeitschriften lese, bin ich auch mehr an Style interessiert. Sind Sie etwa berufsunfähig? Aktuell? Kann das sein? Viel Fernsehen? Das kommt mir doch bekannt vor. Aber ich war mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Ich habe mit Freunden gesprochen und ein bisschen nachgeforscht, um herauszufinden, wo ich anfangen soll. Letztendlich habe ich mich für eine beige Hose entschieden. Und ich glaube, das ist eine gute Wahl. Sowas passt zu allen möglichen Klamotten. Also wäre super, wenn Sie eine beige Hose für mich hätten. Ha? Beige. Beige ist so eine Farbe, ne? Das ist für mich keine Farbenname. Aber das ist eindeutig eine beige Hose. 98 Euro. Diese fucking Korallsache, ne? Der ist nur vom Feinsten, vom Allerfeinsten. Genau danach habe ich gesucht. Ich gehe gleich mal in die Anprobe damit. Und diesmal nimmt sie auch nichts mit, weil sie nicht nackig ist danach. Also perfekt.
Das ist wie für mich gemacht. Ich muss sie unbedingt haben. So was Tolles lasse ich mir nicht entgehen. Geil. Geil, geil, geil. Haben wir einige Leute bis jetzt schon sehr, sehr glücklich gemacht, oder? Das ist doch schon mal gut. Damit kann eine Anfängerin wie ich noch viel über Mode lernen. Vielen Dank, iOS. Sie waren eine große Hilfe. Ich komme bald wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Machen Sie es gut. Kommen Sie wieder. Tschüss. Ach ja. So, wen haben wir da? Nehmen wir dich auch noch mit, ne? Boah, die Knechterei hört hier gar nicht auf. Hallo, guten Morgen. Meine Freundin hat mir ihren Laden empfohlen. Sie ist immer stylisch gekleidet. Deshalb wollte ich mal hier reinschauen. Wissen Sie, ich bin genauso modeverrückt. Aber trotz meiner Begeisterung weiß ich eigentlich nicht viel über Mode. Aber da Sie ja Profi sind und so, haben Sie sicher kein Problem damit, mir zu helfen, oder? Super, also los geht's. Was könnten Sie mir aussuchen? Ah, ich weiß. Etwas in meiner Lieblingsfarbe Orange. Ich möchte sehr signalfarben aussehen. Sie wissen schon. Das im Inner am liebsten. Na, was sagen Sie? Haben Sie ein oranges Inner für mich? Haben Sie? Haben Sie? Na, selbstverständlich. Na, selbstverständlich. Es sticht einem jetzt direkt ins Auge, ne? Es springt dich förmlich an. Das sind Signalfarben. Das finden wir gut. 90. Ah, ne, sie hat 90. Kostet 25,20. Ja, ist okay. Das entspricht wirklich haargenau meinen Vorstellungen. Es ist orange. Oh mein Gott. Wie haben Sie das nur hinbekommen? Ist immer wieder ein Wunder, ne? Ich meine, wie können wir das... Sie sagen uns, sie wollen oranges Inner. Es gibt ein oranges Inner. Wir suchen das aus. Und die Leute sind hellauf begeistert, ne? Von unserem Geschmack. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach perfekt. Das kann ich unmöglich im Geschäft lassen. Gut. Sehr, sehr gut. Was für ein toller Fund. Genau so etwas habe ich gesucht. Gute Arbeit. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bis dann. Tschüss, tschüss, machen Sie es gut, machen Sie es gut, kommen Sie wieder, tschüss. Okay, dann lass uns mal wieder schauen. Mich interessiert das ja tatsächlich, ne? Ich muss echt sagen, was interessiert mich? Was macht die Emma denn gerne? Die Leute beobachten, das ist nicht so gut, ne? Ne, das ist schon ein bisschen creepy. Reiseführerin, hat vor gar nichts Angst, spricht drei Sprachen fließend, Deutsch, Englisch und wo sie herkommt. Das ist der Wahnsinn. Nein! Ich dachte, das ist deines. Oh. Ich lasse ihn so gerne fallen. Ich hasse das. Ey, wir haben keine neue gekriegt. Ey, wir haben jetzt nur eine neue gekriegt? Ah, da geht's runter. Henrike! Bogenschießen! Werbetexterin! Hat recht hohe Ansprüche. Ist sehr enthusiastisch. Wir können die runter. Die hatten wir schon. Ich glaube, dann haben wir hier auch wieder alle. Einmal schnell alle durchgeguckt. Haben wir denn Termine? Momo, Geschäftssache. Genug getrödelt. Es gibt hier hunderte von potenziellen Kunden. Zeit loszulegen. Jetzt macht sie langsam... Sie lässt die Chefin raushängen, oder? Merkt ihr das? Sie lässt ganz eindeutig die Chefin raushängen. Das finde ich nicht so gut. Wir bedienen die Einzelne. Ich glaube, die war eher da. Morgen! Morgen! Bevor ich herkam, habe ich einen kleinen Spaziergang im Pimmelpark gemacht. Die Blumen da sind wunderschön. Sie haben immer meine Laune. Die heben immer meine Laune. Für den ganzen Tag. Und bevor wir schon dabei sind, haben Sie Kleidung mit Blumenmuster? So im Pimmelpark-Stil? Wenn ich schon hier bin, kann ich ja gleich etwas einkaufen, ne? Das kann ich wohl machen. Haben Sie ein Ding mit Blumenmuster für mich? Egal was. Haben wir definitiv. Haben wir ja schon gesehen. Die schönen Gänseblümchen im Inneren, ne? Ja, geil. Ja, kostet 140, ey. Da sind noch geile Gänseblümchen drauf, deswegen... Genau danach habe ich gesucht. Geil! Ich gehe gleich mal in die Anprobe damit. Super. Es ist immer super, wenn die Leute es geil finden. Das finde ich gut. Das ist wie für mich gemacht. Ich muss es unbedingt haben. So was Tolles lasse ich mir nicht entgehen. Kann ich verstehen. Würde ich auch nicht tun. Die Musik, ne? Die spornt auch ein bisschen an, muss man sagen. So... Ken Dutches. So in der Art. Sehr schön. Ich mag so etwas auch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. 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 Kommen Sie wieder. Kommen Sie. Tschüss. Oh, bin ich erledigt. Oh, Rio, ich hab dir den ganzen Tag beim Knecht zugesehen. Und... Oh, das war so anstrengend. Ich bin einer Dame namens Laura gefolgt. Mann, ist die schnell. Ich war schon am Rennen und konnte trotzdem nicht mithalten. Ich musste beinahe erbrechen vor Anstrengung.
Aber viel wichtiger ist, hast du schon das Neueste gehört, Rio? Du und die Boutique sind in aller Munde. Es spricht sich wohl herum, wie toll dein Laden ist. Viele zufriedene Kunden schwärmen von dir. Ja, wie gesagt, ne? Die sagen mir orange und ich wähle das einzige orange Teil aus. Ich hab's halt richtig drauf. Das ist schon nicht schlecht. Gute Arbeit, Rio. Die Anzahl der Leute, die sich für Mode interessieren, wächst von Tag zu Tag. Auch mein Interesse wächst von Tag zu Tag. Absolut. Sachen Mode. Die neueste Jogginghose ist schon bestellt. Ne? Machen wir uns da mal nichts vor. Ich bin da, ne? Die Wintertrends der Jogginghosen habe ich natürlich erkannt. Und habe da die passende auch schon mitgenommen. Und ich wette, wir kriegen beide eine Menge Stammkunden. Das wird ein Spaß. Oh ja, deswegen brauchen wir Laura. Du musst unbedingt zur Modemesse gehen und einkaufen, was wir für die Boutique brauchen. Ich hatte gehofft, Laura würde dich mitnehmen. Also gut, dann muss sie wohl noch einmal suchen. Muss ich sie wohl noch einmal suchen? Geh nicht gesuchen. Halt die Stellung, solange ich weg bin, Rio. Oh, und wenn's geht, versuch 2000 Euro zu verdienen. Ich brauche einen neuen Fernseher. Wir müssen nämlich eine Menge Sachen einkaufen. Okay, diesmal kommt bei Laura nicht. 2000 Euro. Ob wir diese ultimative Challenge, die Momo uns da gestellt hat, schaffen werden, das erfahren wir im nächsten Part. Im nächsten spannenden Part von New Style Boutique, Leute. Bis dann und ciao.